kann fehlschlagen, kann aber auch. Ja, ihr findet nichts und solches. Ist dann zum Beispiel fehlschlagen. Oder so. Wie auch immer. Whatever. Nein, 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 nein. So. Ah, da geht's rein. Ich gehe total falsch. Übel. Okay, fand das sehr cool. Oder wie auch immer. Ah, Schnellspeicher und automatische Speicher gleichzeitig. Ich habe zwar nicht auf den Schnellspeicher-Knopf gedrückt, aber kann auch sein, dass es von draußen noch war. Da gibt's Monster, da wollen wir nicht hin. Ah, ein Skelett. Mal sehen, wie gut das Ding ist. Oh, fuck. Oh, okay. Ich hab mich gerade verguckt. Ich dachte, das Ding wäre übel. Aber ist es gar nicht. Guck mal, wie wenig Mana wir verlieren. Lädt sich auch gut auf. Brauchen wir keine Angst haben, dass wir irgendwann Scheiße haben oder so. Nee, nee. Knochenmehl. Ah, noch ein Skelett. Nur über Skelette in Mehrzahl mache ich mir Sorgen. Ach, gibt's es, fuck. Soll auch ein Skelett, ich meine, Skelett. Nein. Nee, ich, ja, oh Gott. Der kommt mir gefährlich nah. Dem möchte ich nicht unbedingt in die Augen schauen. Vielleicht wenn er tot ist, aber sonst nicht. Oh. Ah, okay, doch. Was hast du denn in deinen Augen? Schwarze Leere. Er hat schwarze Leere in seinen Augen. Whatever. Nebel. Und es könnte theoretisch sein, dass ich schon an einem Weltenstein vorbeigelaufen bin. Denn das sind nicht wirklich die Höhepunkte in der Eileinkugel, wenn er versteht. Die hängen meistens an so Wänden oder Statuen oder so. Ah, noch ein. Ich meine, dass da oben die Dinger, die Licht erzeugen, das sind. Oh mein Gott, hast du mich hier schon? Ja, wie auch immer. Das sind zum Beispiel Weltensteine, aber das sind große und die können wir nicht nehmen. Also nicht, weil es große sind, es sind halt in der Lampe drin und da können wir sie nicht rauskriegen. Au, oh, I hate you. Das hat Leben abgezogen. Oh, oh. I don't like you. Oh, wie viele denn noch? Ich glaube, hier ist ein Weltenstein. Was? Da vorne sollte eigentlich einer sein, aber da ist irgendwie keiner. What the heck? Ey. Ey, what the... Fuck you all. Come on. Oh man. Ich mache mal die Musik ein bisschen lauter. Dann kommt mehr Atmosphäre rein. Da-da. Ich komme jetzt nicht jeden Knochen, das würde zu lange dauern. Macht Claymore mehr Schaden? Wir sind kein Krieger, also. Nö. Und wir sind am Arm verletzt. Von außen sieht man nichts, aber von innen ist es auch nicht mehr da. Super, tolles Beispiel. Finde ich nicht so toll. Hm. Ich habe mich am besten mal, ne? Wir können warten. Cool. Füllt sich da die Magie auch wieder auf? Ja, das ist geil. Gut. Ist da hinten ein Stein drin? Ein Pelzhelm. Da ist ein Welkenstein. Okay, raus hier. Wir haben einen Welkenstein.
We have got a welcome stone. Wir können jetzt theoretisch auch weitergehen. Soll ich's wagen? Ach komm, scheiße. Wer kennt Steine? Oh oh. Musik. Oh mein Gott. Geist. Geist, Geist, Geist. Falls wir nochmal einen Wilkenstein brauchen. Ich hab jetzt ganz viele. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Geist, 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 Geist. Away from here. Come on, faster. Schneller, speed, come on. Come on, hurry. Die Musik liefert Atmosphäre. Faster. Hurry. Man kann übrigens während eines Kampfes auch nicht reisen. Jetzt die Kampf ist vorbei, das heißt der Kampf ist vorüber, das heißt wir müssten jetzt eigentlich wieder reisen können. Okay, können wir nicht. Wahrscheinlich wird nur die Musik vorbei. Der Song. Yep. So ist es. Das ist nämlich auch ein Fight-Song. Fasst euch kurz. Wir haben nichts mehr zu tun. Lassen wir ihn den Geist bearbeiten. Oder lassen wir den Geist ihn bearbeiten. Whatever. Ich kann ihn nicht sehen. Ah. Ja. Okay. Wir können reisen. Wenn man eine gewisse Distanz hat, dann kann man auch reisen. Was stand da gerade? Blablabla, irgendwas mit regenerieren, Magie. Ich glaube, Weckensteine? Waren das Weckensteine? Oh. Mir fällt gerade ein, wir haben ja immer noch keinen Schockzauber. Ich Idiot. Also, wir haben kalte... Wir haben... Geil! Geil! Ey, wie geil war das denn jetzt bitte? Ich liebe dich! Geil! Wie viel Schaden macht das? Auf jeden Fall! Das nehmen wir. Lebensenergie absorbieren. Ich glaube, das ist von einem Ziel wegkriegen und dann auf sich selbst das dann kriegen. Oh, ein sehr starker Zauber auf jeden Fall. Nehmen wir den. So. Dann Feuerball. Da drauf, Drachen, da drauf. Nehmen Sie an, ich hab's auf jeden Fall. So, nicht, dass ich jetzt einen falschen nehme. Ja, gut. Oh, das ist Berührung. Ich wurde vom Blitz getroffen und habe Kraft von den Göttern erhalten. Oh mein Gott, epic. Epic, epic, epic. Ich schätze mal, wenn die Statue ganz, wenn die Ruine ganz gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen. Naja. Aha. Was ist an dem Zauber jetzt so toll? Außer dass er 5 Fuß hat? Ganz ehrlich. Da ist eigentlich nichts dran toll. Naja. Nehmen wir den als Zielzauber, den nehmen wir als Berührungszauber. Berührung machen normalerweise immer mehr Schaden als Zielzauber. Heilzauber, ja, praktisch Schildzauber und ja, sonstige Zauber. Gut, testen wir doch mal. Gibt es irgendwas Besonderes dran? Außer dass er jetzt halt einen Range hat. Also, in 5 Fuß bedeutet halt, dass wenn der Blitz, also in dem Falle Blitz, jetzt auf einen Grund, also zum Beispiel Boden trifft, dann wird noch ein weiterer Schock, der natürlich den gleichen Schaden macht,
in einem Radius von 5 Fuß, ja, halt, ne, jo, genau. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach so, ja, wir vielleicht zurück zur Magiergilde. I would say that. Manche sagen, dass gewisse Mitglieder der Diebesgilde geraubte Gegenstände kaufen, aber einige Beamte bestehen darauf, dass die Diebesgilde noch nicht einmal existiert. Ich sag euch, die Diebesgilde existiert. Könnt ihr jetzt erzählen, so viel so wollen. Wenn wir jetzt aus